vorne ist wieder einer. Ah, der läuft gerade durch den Busch. Das ist Buschmann. Buschmann schreitet zu Tom. Oh Mann. Ach, doppelläufige Schrotflinte habe ich auch gefunden. Naja, die brauchst du jetzt eigentlich nicht mehr, wenn du eine M1014 hast. Da liegt ja auch genug Munition dazu. Das ist es. Naja, kommt drauf an. Mehr Munition als zur M1014. Da liegen dreimal zwei Pellets. Wenn ich jetzt noch ein viertes finde, dann kann ich oder mehr Pellets haben. Ja, die findest du aber auch eigentlich locker mehr. Die findest du eigentlich auch noch mehr als die M1014 Pellets. Ja, sag ich ja gerade. Ich habe gerade gefunden. Scheiße. Hören die mich? Ich habe noch eine Karte gefunden. Nee, hören können die mich nicht. Ich habe im Moment die absolute Goldgrube. Ja, war es Elektrophon auch. Vor allem deine Leiche. Meine Leiche. Nur über meine Leiche. Okay. Gut ausgedrückt. Naja, okay, also so schlimm ist es jetzt noch nicht, dass es extrem verschwimmt, aber ich sehe nicht mehr allzu klar. Also, da hinten die Bäume siehst du jetzt auch nicht mehr so, wie du sie vorher gesehen hast. Also, deine Uhren, alles kann ich dir leider nicht wiederbringen. Die kann man immer nur einmal aufnehmen. Ja, ich weiß. Ist jetzt 10 nach 7. Uhr habe ich ja und Karte auch. Jagdmesser. Ach, Uhr hast du auch wieder gefunden? Ja. Naja, solange auch das Jagdmesser und hast du auch eine Axt wieder gefunden, oder? Nee, das noch nicht. Na gut. Aber eine Axt habe momentan ich noch dabei, das heißt, einer von uns beiden kann auf jeden Fall nochmal Holz fällen. Für alle Fälle. Ey, wir könnten ja eigentlich übelst viele Lagerfeuer aufstellen. Ich habe Holz gefunden. Basti. Was? Wir könnten ja eigentlich übelst viele Lagerfeuer aufstellen, oder? Wieso? Dann haben wir eine bessere Sicht in der Nacht. Dann müssen wir nicht den Server wechseln. Theoretisch schon, aber jetzt müssen wir hier so reihenweise Feuerstellen auf. So viel Holz kannst du übrigens nicht mit dir rumschleppen. Nö, du machst einmal Holz fällen und der Baum geht ja nicht weg. Holzfällen, Feuerstelle, Holzfällen, Feuerstelle, Holzstelle. Ah! Zungenbrecher. Holzfällen, Feuerstelle, Holzfällen, Feuerstelle. Sag das mal 20 Mal hintereinander. Ich weiß nicht, soll ich in die Tankstelle da mal reingucken? Probier's doch. Wenn ich bezweifle, dass in der Tankstelle jemand kennt. Nee, das meine ich nicht, sondern da irgendwas Gutes drin rumliegt. Aber ich will es auch nicht jetzt irgendwie riskieren. Alter, jetzt habe ich auch noch eine Winchester gefunden. Echt jetzt? Ja. Geil, eine Winchester hatte ich noch nie gefunden. Ach, ich weiß, wieso die das, wie die das meinten. Mit der, das keine Todfinde ist. Es hängt von der Munition ab, die du benutzt. Echt? Weil die Winchester hat nämlich, hat in diesem Spiel, glaube ich, bloß Lackmunition. Ach so. Da liegt eine Spielerleiche. Nee. Willst du da wirklich jetzt hingehen? Ich krieche hin. Die liegt mitten auf der Straße. Und die Zombies rennen auch hinter keinem hinterher, also wird es auch kein anderer Spieler irgendwie gewesen sein. Außerdem war ich die ganze Zeit in der Nähe und hab keine Schüsse gehört. Der hat eine Lee Enfield bei sich. Der hat gar nichts mehr, der wurde komplett gelootet. Die liegen. Oh, das Scheiße, ist der hat mich gesehen, oder? Scheiße. Der Zombie hat. Ja. Das ist jetzt ärgerlich. Und zwar hier liegen ja 45 Schuss für die Winchester in dem Gebäude rum. Ich habe, also es ist insgesamt Scheiße. Mehr als für die M1014 habe. Ja, nimm das Problem ist nur, dass man für die Winchester viel weniger Munition findet. Ja, Scheiße. Das ist jetzt so ein kleines Dilemma. Ja, nimm lieber die Schrotflinte, die ist sowieso, obwohl die Winchester ist auf Distanz sehr, sehr gut. Ein Regenbogen oder nee. Auch im Nahkampf mit der Slug-Munition machst du One-Hit-Kill für Zombies. Ja, und mit zwei Schüssen hast du einen normalen Spieler tot. Problem ist jetzt nur, dass so ein fucking Zombie an mir dran hängt. Meinst du, soll ich die Winchester nehmen? Wie viel? Diese moderne, wie viel, ja. Wie viel Schuss hast du denn insgesamt? Für was? Für die Winchester dann. Also die hier, was ich jetzt gefunden habe, 45. 45 Schuss? Ja. Das reicht locker, nimm die mit, Alter. Du krepierst sowieso vorher. Also wir krepieren bestimmt vorher. Meinst du, ja? Garantiert. Ja. Nehme ich mit. Scheiße, blutig. Ne, Gott sei Dank. Hat er irgendwas? Ja, leere Dosen. Alter, jetzt warum trägt ein Zombie leere Dosen bei Alter. Sich? Alter, das glaubst du gar nicht. Jetzt liegt da wirklich übelst fett. Diese M1014. Du hast übelst viel Munition. Okay. Fuck das. Nein! Ah, Mist. Da hab ich schon weiterer Zombie. Fuck, Mann.
Mann, das ist eine Scheiße hier. Zeige ich schon weniger als 5000 Blut wieder. Nur weil ich mich noch nicht wirklich hingelegt hatte. Das noch ein weiterer. Der ist zum Glück nicht aufmerksam geworden. Gott sei Dank. Gehen wir jetzt außen rum. Ha, jetzt auch die Schnauze voll, ehrlich gesagt. Oh, jetzt hat er mich auch noch gesehen, oder was? Scheint so. Leck mich. Scheiße. Nein, der hat mir gerade die Knochen gebrochen. Also kein Morphin dabei? Nein. Dann darfst du auf Respawn drücken. Nein, der hat mich ohnmächtig geschlagen. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Du klingst gerade wie so ein Fußballmoderator, weißt du? Nein. Friss mich oh, nicht. Oh nein, nein, das geht ja nicht. Ah, leck mich, Alter. Wie viel Blut hast du noch? Wenig. Ich verrecke gleich. 1300. Jetzt, ja. Ohnmächtig, jetzt fressen mich zwei Zombies. Mit einem Knochenbruch. Geil. Also, das war's. Könnte man so sagen, ja. Und ich warte schon auf die Meldung. Scheiße, das kann's vergessen. Fuck, man. Ja. Scheiße. So. Versuch mal zu respawnen. Ich hasse es. Ne, da wirst du gekillt. Ich muss mal abbohren. Fuck, man. Ich war so gut dran. Bitte lass mich in der Nähe spawnen. Bitte, bitte, bitte. Alter, fuck. Moose ist auch immer noch drin. An deiner Stelle wäre ich übrigens angepisst inzwischen. Ich bin auch eigentlich angepisst. Das merkt man mir nur nicht an. Scheiße. Sagt er an seiner Stelle. An Moose Stelle. Ja, ich bin jetzt natürlich auch angepisst, weil ich die Sniper verloren habe. Damit richtig, hätte ich richtig feier, schön einen auf Bandit machen können. Ich feiere ab, wenn dieser Moose das Ding wieder findet. Scheiße. Ach Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, wo spawn ich? Hoffen wir mal in der Nähe. Scheiße. Kamenka? Nein. Das ist ja genau hinter Elektro. Wo denn? Ein Stückchen. Ich bin auch, das ist der Leuchtturm an dieser, auf dieser Insel. Wie heißt es denn? Otlem oder irgendwie sowas. Was? Scheiße, Otlem. Scheiße. Das ist ein sau weites Stück. Was? Nee, nicht Otlem, sondern Otmel. Scheiße, ehrlich, ey. Ich meine, ich bin halbwegs in der Nähe gespawnt, also. Wollen wir erstmal aufhören? Ich weiß nicht, ich habe echt noch richtig Bock weiterzumachen, auch wenn ich jetzt Frust habe. Ich bin jetzt so ein bisschen frustresistenter. Ah, der wird Dogs, ist doch was für dich. Ach, siehst du, mir fällt gerade ein, dein Key müsste doch eigentlich mal inzwischen gekommen sein. Meine was? Dein Key. Stimmt. Ist jetzt erstmal unwichtig, ich will dich jetzt suchten. Aber das wird auch richtig schön, also da werden richtig viele Let's Plays draus. Also aus dem, was wir bis jetzt gedreht haben, da haben wir bestimmt schon 7-8 Folgen zusammen. Scheiß Grafik fehlt euch, seh nichts mehr. Alter, das ist wirklich so zum Abkacken. Aber eigentlich ist das auch das, was DayZ so geil macht. Ah ja. Du könntest den Moment abkratzen, aber wiederum auch nicht. Fühlt sich sicher, im anderen Moment bist du schon wieder tot. Ich laufe gerade schräg einen Berg hoch, damit ich nicht mitten durch Elektro muss. Kommst du denn da drauf? Ach, keine Ahnung, vielleicht einfach so vom Spielprinzip her. Oder meinst du jetzt, dass ich einen Berg hochlaufe? Ja, das ist extra so special, dass man nichts mehr vom Spiel sehen kann. So high-end. Ist dein Bruder gerade da? Ja. Kann er mich hören? Ja. Hi. Richtig. Ich laufe jetzt mal um Elektro drum.
dein Ernst. Was denn? Grafikfehler regt mich gerade sowas von auf. Mich regt gerade auf, dass ich von Horde Zombies platt gemacht wurde, obwohl ich ein Scharfschützengewehr und alles dabei hatte, aber lassen wir's. Ja, wir haben der Zombie-Apokalypse. Kennt er das Spiel? Nicht wirklich. Kann das sein? Ich will fressen. Alter, ich bin schon halb um Elektro rumgelaufen. Bin gar nicht mehr so weit weg von dem Ort, wo ich gekillt wurde. Ein Stückchen weiter noch laufen, wenn ich jetzt nicht unbedingt von einem Sniper erwischt wurde. Tja, dann du doch mal von Zombies weg und bleib da. Wie soll ich schießen? Mein Gott! In der Knarre, ja? Soll ich werfen? Soll ich zuwerfen? Oder? Fang! Natürlich. Da habe ich eine Patrone hintereinander. Mir fällt übrigens gerade auf, die Zuschauer, die kriegen gar nichts mehr wirklich mit. Die Zuschauer kriegen gar nichts zu bieten, sag ich mal. Du bist hässlich. Ein Kopfschuss. Du bist auch hässlich. Ich werde bestimmt auch gerade gleich wieder von Zombies verfolgt. Ich höre schon wieder die ersten. Ich laufe am besten außen rum. Da, wo ich Moose gekillt habe. Ich kann die Schwerkraft austricksen. Oh, das sieht gut geil aus. Ja gut, die Zombies können ja auch durch Wände gehen, so ist es nicht. Genau, ja. Die können ja durchglitschen, überall. Die kommen einfach durch Wände durch. Ist halt noch in der Alpha-Phase. Ja. Ey, ist ein Schaf. Los, lass uns das Schaf knallen. Ich weiß, mein Inventar ist auch nicht unendlich groß. Basti, ich knall gerade ein Schaf. Ah, das Gute ist, ich bin wieder mit vollem Leben gespawnt. Nee, wo ist die Schrotflinte? Ich meine, wie spawnt man sonst, aber ich habe wieder volle Leben, das ist das Gute. Du hast das sehr missverstanden. Dann sagt er, hat sein Schaf geknallt. Ja, das ist zum Kinder so gewusst. Ist jetzt, glaube ich, nicht allzu klug, hier in so eine Siedlung reinzurennen, aber. Ah, ich höre sie schon, oder? Das ist eine gute These. Was? Ah, das ist die Feuerwache. Von Tscherno oder von Elektro? Tscherno. Ich dachte schon. Freue ich mich so. Aber ich bin gar nicht mehr allzu weit weg, sag ich mal so. Also ich bin ja relativ nah gespawnt, also ich glaube jetzt bestimmt 10 Minuten oder sowas und dann bin ich wieder da. Da fackelt alles. Aber wir müssen mal ein bisschen was wieder für unsere Zuschauer hier bieten. Wird wahrscheinlich voll langweilig gerade für die. Es ist hier überhaupt unspektakulär. Es wäre, glaube ich, nicht schlecht, wenn wir irgendwie mal immer mal zu dir blenden wenn können. Wenn es Textur hat. Basti. Was denn? Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir irgendwie mal immer mal zu dir blenden könnten oder irgendwie sowas. Weil bei dir ist gerade, denke ich mal, ein bisschen spannender, weil du mitten in der Stadt bist. Ich renne hier gerade mitten durchs Pampa, wo durch nichts. Ja, das ist auch so ein Fehler, wenn hier irgendwo ein Hubschrauber abstürzt und passiert das. Ich danke dir, dass du mir zuhörst. Da brennt alles, ja. Vielen Dank, Basti. Was denn? Ich danke, dass du mir zuhörst. Ja, entschuldige dich, dass mein Bruder hier noch hinter mir sitzt. Ja, ich weiß. Trotzdem. Ja, ich weiß. So, und wenn mich jetzt Moose abknallt, dann schrei ich. Alter. Na, oh wow, ich habe eine Rauchgranate gefunden, stell dir mal vor. Geht die so zu werfen oder nur mit einem Granatwerfer? Basti? Was? Geht die so oder nur mit einem Granatwerfer zu werfen? Das ist eine normale Hans-Granat. Achso. So eine. Als Gretelbombe? Ja, Hans-Granate. Hans-Granate und eine Gretelbombe, geil. Ja, gut, der ist gut. Mein Opa heißt Hans.
Wow. Wollte ich jetzt nur mal so betonen. Das ist aber irgendwie so ein fette Nazi-Name. Hans? Ja, Hans. Scheiße, ich glaube, mich sieht oder hört gerade ein Zombie. Scheiße. Ich werde schon wieder vom ersten Zombie verfolgt. Leck mich.